Dann werde ich mir jetzt mal einen Stack Erde holen und das wieder reparieren, was ich da fabriziert habe. Meine Fresse, du Drecksvieh. Ey. Wer hat hier das offen gelassen? Wenn ich den erwische... Könnte ich doch kotzen, könnte ich bei sowas. Ist man so schön am Bauen, will man seine Ideen verwirklichen. Will man das durchsetzen, wo man die ganze Zeit überlegt, was könnte man bauen. Ich habe hier so viel vor. So viel vor. Minecraft ist ja wirklich, da kannst du unbegrenzt zocken. Ach, Enderman, gehen wir nicht auf den Piss. Zwar wollen wir noch irgendwann mal so ein riesen Schiff bauen. Ab 1.3 kann man mit den Dorfbewohnern handeln, deswegen vielleicht mal so einen Kiosk und so einen kleinen Achmed da reinsetzen. Der nicht raus kann natürlich. Was kann man noch? Was wollten wir noch alles bauen? Beziehungsweise was habe ich mir so alles vorgenommen zu bauen? So, das haben wir gleich. Hinten habe ich ja meine Anglerbude da hinten. Wisst ihr ja, da hinten irgendwo. Ja, Enderman, guck nicht. Geh mir nicht auf den Piss. So. Und was die anderen noch bauen wollen, vor allem, weiß ich ja auch nicht. Sollte jetzt nicht so extrem geil aussehen, aber man soll halt erkennen, dass es eine Wurzel ist. Bin der Meinung, das sieht scheiße aus. Dass man das doch erkennt, was das sein soll. Und dann verkacke ich es wieder. Das sieht scheiße aus. Obwohl, wenn man hier ein so ein Ding drauf macht, schadet ja nicht. So, das heben wir mal auf. Gott, wie schnell ich Hunger habe. Das ist ja unfassbar. Irgendwo muss dann noch Platz für die Tür bleiben. Vielleicht machen wir da hier irgendwie eine Tür oder so hin. Hier noch ein paar Wurzeln. Das sieht scheiße aus. Also das gefällt mir nicht so extrem. Aber gehört dazu. Naja. Mein allererster Versuch, wollte ich nochmal dazu sagen. Für den ersten Versuch geht es auch noch. Kann man hier alles noch ausbessern, die Detailarbeit. Creeper. Ging mir eben gerade so auf den Sack. So. Komm, hier machen wir noch so ein scheiß Ding, da sind wir fertig mit den Wurzeln. Sieht extrem kacke aus und ich muss nochmal gucken, wie man sowas richtig geil macht. Dann werden wir auch keine Probleme haben später. Aber wie gesagt, das machen wir irgendwann. So, scheißegal. So, wäre ich auch dafür, dass wir hier den Eingang machen. Hier so. Ob Doppeltür oder... Ja, Doppel sieht besser aus. So, und dann vielleicht so eine Treppe, eine Wendeltreppe, die nach oben geht. Und da oben wohnen wir dann auf jeden Fall. Wäre ich auf jeden Fall dafür.
So, wie machen wir denn die Treppe? Auch mit Holzbaumstämmen? Ja, weil wenn wir Treppen nehmen, fangen wir am besten an. Später wird da noch ein Geländer gebaut, dass man da auf jeden Fall irgendwie nicht runterfallen kann oder so. Ja, sieht doch mal gar nicht so verkehrt aus. Da oben werden wir dann auf jeden Fall wohnen. Gott, wird das cool. Mann, fall nicht runter. Kleiner Mann. So, wir haben es gleich. So. Klappt doch wunderbar. Oder sollte ich doch so machen? Sollte ich die hier so runter machen? Ja, oder? Nee, dann ist ja gar kein Platz, wenn ich da auch hier alle runter mache. Nee, nee, so sieht es schon fast in Ordnung aus. Versuchen wir mal was Schönes. Beziehungsweise, nee, das war jetzt blöd. Gehen wir mal ins Lager. Und holen einfach mal ein paar Zäune, um das zu verschönern. Eventuell mal zwei Türen, dass ich keinen Besuch bekomme, wenn ich da jetzt am Start bin, heute Nacht. Eins, zwei. Zaun haben wir da nicht. So, was wollte ich? Zaun, 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 Zaun. Haben wir doch hier irgendwo, oder? Sticks, Eimer, Zaun. Ein Stack reicht definitiv alle Male. Fackeln, wenn es geht. Fackeln. 1, 2, 3, 4, 5. Ach ja. So, komm, wach schneller. Wir wollen das heute noch probieren. Wie viel da rauskommt. Ich würde sagen, wenn mein Baum fertig ist, probieren wir das. Auch wenn ja noch ein paar Weizen-Dinger nicht fertig sind. So, ich höre eine Spinne. Ich bin der Meinung, dass sie hier drinnen irgendwo ist. Weil da so viel Freiraum ist. Muss ich auch noch irgendwann ausbessern. Egal. So. Tür haben wir. Tür. Tür. Oh Mann. Tür. Zack. So. Ich hätte auch mit Pistons irgendwie so eine versteckte Tür machen können. Dass da so zwei Baumstämme sind oder so. Und ich drücke auf den Knopf und dann gehen die halt weg. Aber Pistons habe ich jetzt nicht mehr, oder? Haben wir noch Pistons? Die haben wir doch jetzt für da oben gebraucht, aber... Ja, okay, wenn, dann haben wir keine Sticky Pistons. Mal kurz gucken. Was liegt denn hier ein Ei rum, Mann? Gott. Geh mal weg. Ein Schleimball, ein Sticky Pisten könnten wir uns machen. Wir brauchen mindestens zwei. Nee, dann machen wir das irgendwann mal. So eine Tür reicht ja auch aus. Spinne geht mir auf den Sack, Leute. Wollen wir die mal suchen? Aber nicht, dass da ein Creeper drin ist. Wir müssen das wirklich ausbessern. Wenn da jetzt ein Creeper drin ist, dann raste ich aber aus. Und ich darf das nicht jetzt auslösen oder so, okay. Wie machen wir das? Hier spawnen diese Drecksviecher. Würde ich sagen, mal mit ein paar Fackeln hin, auf jeden Fall. Es ist hell. Und die spawnen hier nicht, hoffe ich. Aber diese verfickte Spinne ist hier noch irgendwo.
diese Drecksspinne. So, wie vorher. Aber die Spinne kriege ich noch. Auch wenn ich dich mit X-Ray suche, du bist da irgendwo unten drunter. So. Gehen wir mal rein, es wird dunkel. Fackeln haben wir doch auch hier irgendwo gehabt. Jawohl. Wie wird das aussehen? Kann man ja immer noch abbauen, wenn es scheiße aussieht. So extrem geil sieht es jetzt nicht aus, würde ich mal so sagen. Würde ich mal ganz dreist behaupten. Vor allem das hier. Einfach nur sinnlos die Axt benutzen. Wir haben ja so viele davon. Nee, aber so richtig geil sieht es jetzt nicht aus. Machen wir das wieder weg. Komm. Lass uns noch was anderes einfallen. Irgendwas, was cool aussieht, auf jeden Fall. Aber so eine Art Geländer hätte ich jetzt schon gerne, dass man da nicht runterfällt. Wenn man vielleicht einen im Tee hat oder so. Ja, gell? Das können wir ja machen. Der war unklug. Da kann nicht mal der Semtex runterfallen. Unklug gewesen, kommt man nicht hoch. Oh Gott, sieht aber auch wieder scheiße aus. Aber was willst du machen? Kann nicht alles perfekt aussehen. Egal, so lassen wir es, würde ich mal sagen. Man kann nicht runterfallen. Ich würde mal sagen, so lassen wir es vorerst. Weil so richtig gefallen tut es mir nicht. Nee. So, Monsties, ne? Hättest du gern. Würde ich mal sagen, kommt jetzt hier so eine Art... ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Das wird auf jeden Fall noch größer. Machen wir aber jetzt erstmal eine Etage. Dass man schon Bescheid weiß, dass hier so das Haus angefangen wird zu bauen. Nein, das wollte ich nicht. Fenster werden am Start sein, Äste werden am Start sein, Blätter brauchen wir gleich so viel.